Wow, it looks really... Full? I have no full? Yeah? Vlog Germany. So Freunde, bevor wir dieses Video starten, letzten Sonntag habe ich leider nicht geschafft, ein Video zu droppen. Trotz allem bedanke ich mich für den überkrassen Support. 3600 Abos geknackt. Bis Ende des Jahres möchte ich 5000 Abos knacken. Deswegen alle abonnieren, die jetzt auf diesem Video sind. Liken und kommentieren nicht vergessen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video. Was gut, Champ? Hey. Was geht, Freunde, willkommen in einem wirklich, ich kann es euch ehrlich sagen, ganz, 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 ganz verrückten Video. Heute mit dabei, Ahmed. Thank you for coming. You're welcome, bro. It's the intro. Ah. Es wird wild in diesem Video. Schaut es bis zum Ende. Wir nehmen euch mit ins Gym und danach gehen wir traditionell ägyptisch Breakfast. Und ja, viel Spaß in diesem Video. From this side. Yeah, Freunde. Whole food for the day. Whole food. Yeah, and I had my shake. I had my shake when I was waiting for you. Okay. You came prepared. Yeah, it's like oats and milk and bananas and dates. Something like proteins, natural proteins. Natural vegetarian protein. Okay. Yeah. Vegetarian. Hey Leute, schaut mal hier, gibt's einfach eine Kamera im Umkleideraum. So. Wir machen erstmal die Schultern ein bisschen warm. Ich bin kein Fitness YouTuber. Okay, deswegen judge nicht, wenn ich irgendwelche Übungen falsch mache, dies, das. Ich trainiere einfach nur, weil ich es liebe und für meinen Körper, um gesund zu bleiben. Yeah, perfect, bro. Ja, drei Übungen zum Warmmachen der Schultern mache ich immer, außer vorm Beintraining. Workout with Justin Bieber songs. I listen to Britney Spears sometimes. While working out? Yeah. Why? I like some songs of her. And some German rap. Have you heard of Luciano? He's the drill minister. No, but I want to listen to it. Okay, I'm gonna show you later. But this you moves with your body weight and... Wait, look. You see, you lift yourself. You're fine, yeah. And you get another... What's the name of the... Winkel. Ich sage euch ehrlich, ich gebe es jetzt einfach zu. Ich hätte mich alleine nicht getraut, aber mit Ahmed zusammen kann ich die Cam mitnehmen. Bro, if I were here alone today, I wouldn't take the camera with me. People look at you very stupid, because they're not used to it. I'm an amateur. You're fine, you're doing great. Gold's Gym, Freunde. Gold's Gym Member. Back, Biceps, Chest, Triceps. Freunde, wir sind fertig mit der Einheit. Ahmed ist am Arsch. Der Bizeps ist auf Pumpe, zeige ich nicht, bin kein Flexer. Und jetzt könnt ihr euch freuen, weil heute sehen wir richtig traditionelles ägyptisches Frühstück. It's... Danke, Ahmed. Das ist heute ein Vlog in Englisch und Deutsch. Jetzt gibt es ein bisschen Fool, Tamer, Eggs. Something else? Ah, that's it. That's it. Right. Hier gibt es allerlei Spots für Essen und ähnliches, aber das klapper ich noch alles ab. What's the name of it? Hamada. Hamada. Full, Tamea. Dins, alles. Jetzt kriegt ihr mal traditionelle Küche, meine Freunde. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Es sieht auf jeden Fall wild aus und sehr einheimisch. Ah, we. Do we order by the table or? Yeah, here. Okay. No. Germany. German. Yes. Oh.
Mercedes, BMW. Welcome. Shukran. I'm Shawi. Tamir. Tamir. Wow. Ja, Freunde, hier wird alles frisch vorbereitet. Hello. Hier wird alles frisch vorbereitet. Hello. I'm a YouTuber from Germany. YouTube. Die diskutieren gerade, haben meinen Channel angeschaut, ob sie mich filmen lassen. Aber ich denke, es geht klar. Schauen wir mal, was ich für euch alles filmen kann. تعمل بس تلمة وتعمل بس تلمة وتعمل كيري أحلى صباح أحلى باشا So what do you want to have, tell me? Only the traditional. Like traditional breakfast. Ja, Freunde, Ahmed hat jetzt die Bestellung mal übernommen, weil es ist hier natürlich alles sehr heimisch. Hier sind nur einheimische Menschen. Also das heißt, hier ist auch nichts für wirklich international Leute, sondern das ist einfach wirklich arabisch sprechendes Publikum. This guy started with a full cart, like a small food cart, right on this corner. Mm-hmm, mm-hmm. Then, like, one year passed, he bought this shop. Then he has this food shop as well. Okay. Then this whole building is his. Nice. Oh. Oh. Okay, this is beans, fava beans. Yes. These are fried eggs with cumin. Fried eggs? No, boiled eggs, sorry. Boiled with eggs, cumin. Okay. This is feta cheese with cucumbers and tomatoes. Okay. This is tamaya, fried tamaya. It's called tamaya. It's called tamaya in Syria. In Syria it's called falafel. But the origin is from here. Yeah. From Egypt. From Egypt, yeah. Okay. And this is full with flaxseed oil. It's really good. Okay. And this is the fried cheese sandwich. Chili flakes, if you like chili flakes. Yes, of course, I really like spicy good. Stuff. Yeah. Okay. Dig in. That's just it. Just put a little bit of salt. Okay. Chili flakes, if you like. Yes. Okay. Mix it up. It's hot, right? It's really good. Really good? Mm. Probieren wir mal. Pure. What's it called? I forgot. Fool. This is fool. This is fool. So, Freunde, das hier ist fool. Einfach. Ich weiß es gerade nicht auf Deutsch. Bohnen gekocht, so lange, bis sie eine nice Konsistenz haben. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja. The salt, perfect. Yeah, with salt, some chili flakes. Oh, the chili is really spicy. Yeah. This one is the same that you have? With flaxseed oil. With flaxseed oil. Tahini. Ah, in tahina, okay. Tahini. Okay, I love tahina. Tahini. But I have to take it with bread. Also, das Brot auch sehr, sehr frisch. Nicht warm, aber trotzdem super schöne Konsistenz. Wow, it looks really, really interesting and really nice. So, Freunde, es ist soweit. Oil mit Beans. Yes. So, hier ist schön Bohnen drauf, Leute, und rein damit. Mhm. It tastes really healthy and clean. Wow. It is, yeah. It's and really good. In Cairo, honestly. And I didn't put some salt. And chili. And chili. Go easy on the chili. I'm a tough guy. Okay, feta cheese. Put some inside. Looks good. Smells good. Oh, the chili is hot. Some fool. And we take here a boiled egg. Oh. Mmm. Bro, this is really, really, really good food.
Also, dieser Käse in diesem Käsesalat, so nenne ich es jetzt mal, mit diesem Fool, dieses Fool ist so sanft, sanfte Bohnen einfach. Bohnen mit Salz und Chili. Und dann noch ein Ei dazu. Was willst du mehr zum Frühstück? Nach dem Sport so. Jetzt seid mal ehrlich. Das hier ist der Cheese Sandwich. Yeah. Okay. Fried Cheese. Fried Cheese. Freunde, einfach Cheese mit Mayonnaise und Ketchup inside, right? Der Cheese ist extra fried, right? Wow. Also, dieser Käse hier, einfach in der Fritteuse drin. Ich schwör's euch, Käse in der Fritteuse ist doch, kann nur geil sein. Also ehrlich mal, but I need some Chili. Always. Hier Chilis. Oh, und dann kommen wir gleich hierzu, Freunde. You love this one. Cheese Sandwich. Was eine geile Sache, Käse einfach in die Fritteuse zu werfen mit Ketchup. Ich bin kein Ketchup-Fan, aber hier drin macht der Ketchup auf jeden Fall Sinn. Meiner Meinung nach ein bisschen zu hart gekocht, aber ansonsten perfekt. Und einfach Eiweiß. Das hier ist für mich der beste Ersatz für Fleisch. Es gibt in meinen Augen keinen besseren Ersatz. Und jetzt schaut euch diese Farbe an. Close up, yes. Schaut euch diese Farbe an. Innen grün, außen braun, goldbraun frittiert. Ich könnte auf Fleisch verzichten, aber nur wenn ich das hier habe. Ja. Game over. 10 out of 10 oder 15 out of 10. Ahmed hat erklärt, in ein Brot rein, dann hier diesen Käsesalat, ich nenne es Käsesalat, auch noch reinklatschen. What else? That's it? Freunde, und dann hat man hier einen schönen Happen mit schönen Salat, Joghurtsoße, Käse, Tamer, Brot. 100% getroffen. What is he saying? Bad things? No. Funny things? Okay. This feels like you're eating meat. For me, this is meat. Like real meat. It's really good because they do it really fresh. Mm-hmm. They have all the herbs there, they cut it, mm-hmm. make it to the ball, and just throw it right in front of you. Was sagt ihr zu dem Laden? Eure Meinung? Schreibt was unten in die Kommentare. Würdet ihr hier essen? Würdet ihr, wo 800 Menschen vorher schon Salz und Pfeffer rausgenommen haben, würdet ihr rausnehmen und einfach essen und mal den Kopf frei haben und nicht nachdenken, ob wie viele Menschen haben da gegessen. Oh, ist das sauber. Einfach mal das Leben genießen. Do you enjoy it? I love it. Unter Palmen esse ich. Schaut, Palmen. In meinem Hintergrund, Palmen. What kind of palms are these? Coconut or banana? Banana, I think. Hä? Ah, date palm. Dattelpalmen, ich Idiot. Alter. Das hier wird vernichtet, das hier ganz klar. Schon fast weg. Hier mit Chilis drüber. Ich würde sagen, wir essen auf und dann geht's nach Hause. Dann zeige ich euch mal, was bei uns zu Hause abgeht, wie viel Baustelle ist. Und ich küsse euer Herz dafür, dass ihr das so krass supportet. Dass ihr liked, dass ihr kommentiert, dass ihr abonniert. Danke. The owner or the manager is saying if you come early in the morning, like breakfast time, not 3 p.m. like we're doing. There's like a lot of people here, like it's very crowded. There's a show in the Tamea station, the food station, they do everything in front of you. 15 Uhr, ja. Also es ist natürlich schon spät, es ist trotzdem breakfast. In Ägypten gibt es Frühstück the whole day, so. Ganz breakfast, 10 o'clock am Abend essen, so ist no, kein Problem. Warum mixe ich eigentlich gerade Englisch und Deutsch? We are going home, eh? Yeah, let's head home. Und ich sage euch gleich, was das ganze Essen noch gekostet hat, wenn ihr es wissen wollt. Islam Islak. Azir. Okay. Shukran. Freunde, ich habe ihm auf Arabisch gesagt, blessed oder deine Hände seien gesegnet für dieses Essen. Ich glaube, er will mir jetzt noch was zu trinken ausgeben. He's gonna make a show for the food for the girls. If you wanna film it, they're okay with it. Yeah, of course. They're okay? Okay, you're okay. This is full. I eat full. I don't know anything.
البنت دي تمام كده هجيب لها طبق فول وطبق بصل اوكي اوكي عند فول اوكي عند جرين برجر ليتس جو تمام البنت دي اجنبيه مش مصريه تمام فلوج ايجيبت فلوج جيرماني يس اوكي يس مانجر 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 شيف بوس اه تنور يا حضرتك نورتونا يا جماعة وكترتونا اشغلت معايا حاجة جميلة والله What did you say? It's like you're welcome here always but okay. like in a funny way شكرا Er schreit mir zwar die ganze Zeit ins Ohr aber ich küsse sein Herz so macht man in Ägypten so شكرا شكرا انت ملوتي فول What is it? he told me like I'm beautiful right? Yeah. Ah, okay داش واحد Perfect. Shukran. Welcome. Shukran. Shukran. Bye bye. Coffee shop. Coffee shop. Ah, coming. Okay. Coming. Oh. Oh, look, oh. look. What? On what? Oh, cappuccino. Cappuccino. Ah, cappuccino. Hey, hey, hey. Cappuccino. 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 Master Egyptian. Master Egyptian. Ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht, aber ich bin einfach mal da und ich film mal mit. Master Egyptian. Yes. Egyptian! Egyptian Masri! Haya, haya! Ahmed Meen! Masri Egyptian! Haya, Rikala! Allah alaykum, Allah alaykum! Shukran! Oh, shukran, shukran! Bye bye! Freunde, ich weiß nicht, was hier abging. Bro, what's going on? They like you, they really do. Ohne Kamera wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so wild geworden. Masri Egyptian! Die Leute denken nämlich eigentlich, dass ich Ägypter bin. Masri Egyptian! Do I look like Egyptian, Ahmad? Kind of. When you don't know, maybe when, then. When you don't, like, if you don't speak, yeah. Yeah. Okay. You kind of look like Egyptian. Ja, Freunde. Sheraton, Hamada, wenn ihr hier seid, kommt, esst, super lecker. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann euch zeigen. Und wenn ihr in Kairo seid, das ist eine sehr interessante Stadt. Für jeden, der kommen möchte, kommt hierher und probiert es selber aus. Kuss geht raus. Weiter geht der Ride, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich 25.000 Abos mache, dann wird er sich Instagram machen. Wenn ihr ihn weiterhin sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Hashtag Ahmed. Und ja. We'll see. We'll see. Peace. Nicht vergessen, ich wollte euch noch zeigen, was hier jetzt gerade gemacht wird. Hier, das wird Samirs und mein Zimmer, wird gerade alles ausgebessert. Seht ihr hier, Wand kaputt gemacht extra, um es wieder zuzumachen. Hier sind die Worker am Worken. Der Raum komplett fertig gemacht. Da oben zum Beispiel war ein fettes Loch zugemacht, die Klimaanlage. Hier war ein Loch, wo eine Klima drin war. Ich mache dazu noch ein komplettes Video. Und das ganze Essen hat 80 Pfund gekostet. Der ganze Tisch 80 Pfund, 4 Euro. Wenn einer von euch richtig in die Kommentare geschrieben hat, 4 Euro, ich lade ihn auf dieses Essen ein, wenn er nach Kairo kommt.